Die norwegische Landschaft. Mal lieblich, mal wild, verwunschen und urwüchsig. Sie hat Dichter wie Knut Hamsun oder Ibsen inspiriert, den Komponisten Edvard Grieg, der die Musik zu Peer Gynt schrieb, und sie inspiriert bis heute die Maler des Landes. Dieses Gemälde stammt aus dem 19. Jahrhundert. Im Hintergrund der Sonjefjord. Eine Landschaft in Valdres im Westen Norwegens. Hier die Gemalte. Den Künstler kennt bei uns kaum jemand. Gleichwohl ist er einer der bedeutendsten Maler des Landes. Johann Christian Dahl, der große Romantiker, mit ihm beginnt die Geschichte der eigenständigen norwegischen Malerei. Der Sommer. Für die Menschen unweit des Polarkreises ist er ein Ausnahmezustand. Detail aus einem berühmten Gemälde. Eine Sommernacht. Edvard Munch schuf dieses Bild um die Jahrhundertwende. Er lebte zwar häufig im Ausland, wo er entscheidende künstlerische Impulse empfing, doch er blieb sein Leben lang tief in der nordischen Landschaft verwurzelt. Norwegen, bis ins 20. Jahrhundert ein bitterarmes, bäuerliches Land, bot seinen Künstlern lange keine Existenzmöglichkeit. Viele verbrachten Jahre in Deutschland und Paris, doch fast alle zog es schließlich zum Malen in ihre Heimat zurück. Ein Bauerngarten, gemalt um die Jahrhundertwende. Deutlich erkennt man hier die Einflüsse des französischen Naturalismus. Auch das ist Norwegen. Großstadtleben im 20. Jahrhundert. Oslo ist seit 175 Jahren die Hauptstadt des Landes. Nach fast 600 Jahren Fremdherrschaft durch Dänemark und Schweden bekam Norwegen wieder ein eigenes Königshaus. So begann erst Anfang des 19. Jahrhunderts die Entwicklung eines eigenständigen urbanen und kulturellen Lebens. Seither entstanden Prachtbauten und die Stadtanlage mit ihren ausgedehnten Parks und Grünflächen. 1836 wurde die Gründung einer nationalen Gemäldesammlung beschlossen. Initiator war der in Dresden lebende norwegische Maler Johann Christian Dahl. Die Sammlung erhielt ihren festen Platz in der Nationalgalerie. Erst 1924 wurde das Gebäude fertiggestellt. Stilistisches Vorbild war die Münchner Residenz. Das städtebauliche Vorbild München ist in Oslo immer wieder auszumachen. Die Atmosphäre Oslos ist in den letzten Jahren immer weltoffener und lebensfroher geworden. Das ehemals arme Land am Rande Europas hat seit den 60er Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt. Wirtschaftlich, dank der Ölfunde und kulturell hat man aufgeholt. Nicht nur für eine kleine, alteingesessene Elite. Der Kern der ständig wachsenden Hauptstadt ist von den Prachtbauten des 19. Jahrhunderts geprägt.
das Parlament am anderen Ende der repräsentativen Allee, die auf das Schloss zuführt. Häuserfassaden des Fin de siècle. Sie sind aufwendig renoviert. Hier im Osloer Westend wohnen die Alten und die neuen Reichen. Öl- und Computerindustrie haben aber den Lebensstil einer breiten Schicht verändert. Man genießt das Leben, vor allem in den wenigen Wochen des kurzen, intensiven Sommers. Im Juni, wenn die Nächte am hellsten sind, pulsiert das Leben auf den Straßen der Hauptstadt die ganze Nacht. Wer es sich leisten kann, nimmt ab Mitte des Monats Urlaub und gibt sich dem kurzen Genuss des intensiven Sommers hin. Diese hellen Nächte im Norden mit ihrem unwirklichen Zauber faszinieren nicht nur Fremde. Auch die Menschen hier sehnen sich nach dieser kurzen Zeit von Licht und Wärme, bevor Dunkelheit und Kälte wieder das Leben bestimmen. Hier fast 10 Monate des Jahres. Doch nun fahren die ganze Nacht Boote auf dem Fjord spazieren. Und manch einer geht gar nicht mehr schlafen. Der Sommer ist Ausnahmezustand. In der Kunst des Landes ist er indessen erstaunlich präsent. Auch die Maler möchten vom Winter nicht allzu viel wissen. In den Ausstellungen norwegischer Malerei, die den größten Teil der Museumssammlung ausmachen, ist das nicht zu übersehen. Das Museum als Kunsttempel. Dies war die Idee bei der Konzeption des Treppenhauses. Die norwegischen Künstler, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts fast alle in Deutschland oder Frankreich lebten, sollten auch zu Hause Anregungen finden. Der Mittelbau war ursprünglich ein Skulpturmuseum. Wegen der kargen Lebensbedingungen und weil das Material teuer war, gab es nur wenige Bildhauer. Ihre wichtigsten Arbeiten sind hier ausgestellt. Stefan Sinding schuf diese Plastik. Es ist die erste erotische Darstellung der norwegischen Kunstgeschichte. Auch von Sinding ein Rückgriff auf vorchristliche Legenden. Die Barbarenfrau entstand in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts. Diese kleine Bronze stammt von Gustav Wiegeland, der später erst mit gigantischen Figuren, die in Oslo einen ganzen Park ausfüllen, bekannt wurde. Hier jedoch spürt man noch den Einfluss von Rodin, ein Liebespaar. Im ersten Stock des Museums präsentieren sich die Gemälde der norwegischen Romantik. Es ist der Beginn der eigenständigen norwegischen Malerei. Musik.
eine der seltenen Winterlandschaften, gemalt von Johann Christian Dahl. Er war seit 1820 Mitglied der Dresdner Akademie. Von dort aus beeinflusste er das sich damals allmählich entfaltende kulturelle Leben seiner Heimat. So oft er konnte, bereiste er Norwegen und ging in der Natur auf Motivsuche. Mit seinen Landschaftsbildern leistete er einen wichtigen Beitrag auf der Suche nach nationaler norwegischer Identität. Damals legte Dahl auch den Grundstock zur Museumssammlung. Er wollte nicht nur den Einkauf einheimischer Kunst, auch ausländische Maler sollten hier vertreten sein. Anders als sonst in Europas Nationalgalerien bildeten keine königlichen oder fürstlichen Sammlungen den Grundstock. Der kleine, aber erlesene Fundus internationaler Kunst, mit geringen Mitteln angeschafft, ist umso beeindruckender. Das Museum besitzt 4 Bilder von Picasso. Dies ist das berühmteste, die arme Familie. Ein anderes Glanzstück ist dieses Gemälde, eines der berühmten Selbstporträts von Van Gogh. Schon früh kaufte das Museum Bilder von Gauguin, ein Motiv aus der Bretagne, gemalt im Jahr der Pariser Weltausstellung 1889. Dort war auch dieses Bild zu sehen, am Strand, ebenfalls in der Bretagne. Der Ausbau der französischen Sammlung ist dem Museum besonders wichtig, denn viele norwegische Maler erhielten in Paris wichtige Impulse, zum Beispiel von Cézanne. Und von Manet. Das Porträt der Madame Manet im Wintergarten. Der französische Impressionismus fand bei norwegischen Künstlern besonderen Anklang. Einige wichtige Gemälde sind im Besitz der Nationalgalerie. Nach dem Bad von Renoir. Mehrere Bilder wurden schon im letzten Jahrhundert erworben. Die norwegische Nationalgalerie kaufte als erstes Museum in Europa ein Werk von Monet, Regen. Obwohl Monet auch in Norwegen malte, sind hier französische Motive ausgestellt. Frühling an der Seine, auch von Monet. Diese Studie von Rubens gelangte als Teil einer geschlossenen privaten Sammlung in den Besitz des Museums. Castor und Pollux rauben Levipos Töchter. Dieses Meisterwerk von Weltrang kam auf demselben Weg in den Besitz des Museums. Der anbetende Petrus von El Greco. Die Gliedmaßen sind manieristisch überlenkt, der Kopf ist schmal, die Augen sind zum Himmel gerichtet. Das Werk stammt aus der späten Schaffensperiode des Malers. Auch eines der bedeutendsten Werke von Lukas Cranach dem Älteren hängt in der norwegischen Nationalgalerie. Der Liebesgarten von 1530. Steigende Preise auf dem Kunstmarkt und das geringe Budget machen eine besondere Einkaufspolitik nötig. Man spezialisiert sich heute auf die Maler, die norwegische Künstler beeinflusst haben, auch wenn sie nicht immer zu den berühmtesten und teuersten zählen. So ein Bild des Malers Bastien Lepage. Auch hier will man Wechselwirkungen dokumentieren. Dieses kleine Bild entstand auf einer Norwegenreise des deutschen Christian Morgenstern. Ebenfalls ein kleinformatiges Gemälde Caspar David Friedrichs Greifswald im Mondenschein. Friedrich lebte und arbeitete in Dresden eng mit Dahl zusammen. Ein Vergleich zeigt die künstlerische Verwandtschaft der Malerfreunde, doch auch ihre Unterschiedlichkeit. Dahl malt realistischer als Friedrich.
Er will den Geist, das Eigentümliche der Landschaft sichtbar machen. Das ist nicht die Transzendenz von Friedrich, das Sinnbildhafte seiner Werke. Es ist die naturalistische Auffassung des Nationalromantikers, wie man in Norwegen die Maler der Romantik nennt. Details eines der berühmtesten Bilder Dahls. Es stellt eine Gegend in Westnorwegen dar, Stahlheim. Das Landschaftsbild ist auch romanhaftes Sittengemälde, ein Beitrag zur Suche der Menschen hier nach der eigenen Tradition und Lebensweise. Hier die Gesamtkomposition. Die Wirkung dieses Bildes war erstaunlich. Dieser Ausblick wurde berühmt und später offiziell zum Nationalmonument erklärt. Es war kein liebliches Bilderbuch Norwegen, das Dahl auf seinen Reisen durch die Wildnis fand. Es war eine übermächtige Natur an der Grenze, wo Leben gerade noch möglich ist und wo der Schnee so hoch liegt, dass er selbst im Sommer nicht schmilzt. Die oft schwermütige Atmosphäre, die über der Landschaft liegt, nahm einige Künstler vollständig gefangen. Lars Hertervik, ein jüngerer Romantiker, gilt in Norwegens Kunstgeschichte als das tragische Genie. Seine Landschaften spiegeln die innere und äußere Isolation seines Lebens, das immer stärker von einer Gemütskrankheit bestimmt wurde. Hertervik studierte an der Akademie in Düsseldorf. Doch mit 24 verließ er sie und zog sich in seiner Heimat mehr und mehr in die Einsamkeit zurück. Als er schließlich für geisteskrank erklärt wurde, fand er in dieser traurigen Freiheit, ähnlich wie Van Gogh, zu seinem ganz eigenen Stil. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden diese unwirklich visionären Landschaften. Fischfang im Frühling. Naturformationen, menschliche Gestalten, die Segel der Schiffe im Hintergrund, die Wolken. Alles scheint von Dämonen bevölkert. Dagegen eine ganz andere Welt. Die lichten Landschaften des älteren Güde. Dem krassen Individualismus des introvertierten Hertervik steht zur selben Zeit eine andere Strömung gegenüber. Güde malte zusammen mit dem Genremaler Tiedemann die Brautfahrt auf dem Hardanger Fjord. Sie erinnert an Ludwig Richters romantische Überfahrt am Schreckenstein. Alle Symbole nationaler Identität sind hier vereint. Die Birke, das Dorf,
die mittelalterliche Holzkirche, an der vielleicht noch Wikinger bauten. Es ist bis heute das Nationalgemälde schlechthin und hängt als Reproduktion in unzähligen Wohnzimmern. Der Genremaler Tiedemann, der die Figuren ausführte, malte für die Menschen auf dem Land. Er gestaltete ihre Träume von einem leichteren Leben, von Festen und Beschaulichkeit. Die beiden Alten von Tiedemann. Die Genauigkeit des Genremalers zeigt diese Bauernstube im Volksmuseum in Oslo. Dieses Museumsdorf, das noch aus der Zeit der Romantik stammt, symbolisiert heute noch die sehnsüchtige Verklärung der Vergangenheit. Aus allen Teilen des Landes ließ der erste norwegische König in der Mitte des vorigen Jahrhunderts typische Höfe und Häuser zu diesem Freilichtmuseum zusammentragen. Die Armut und Bedrückung der Menschen, die in schwer zugänglichen Tälern und die meiste Zeit des Jahres in Kälte und Dunkelheit lebten, ist in dieser Idylle aber nur noch schwer nachvollziehbar. Der Zeichner Theodor Kittelsen befasste sich mit der düsteren Realität des Lebens im Norden. Das Leben der armen Bauern mit der Natur fesselte ihn. Aus dem Zyklus die Pest. Die Blätter sind in der grafischen Sammlung des Museums aufbewahrt und jedem Besucher zugänglich. Kittelsen war Einzelgänger. Er lebte mit den Bauern zurückgezogen und verarmt. Keinem Künstler gelang es wie ihm, düstere nordische Naturmythen der Menschen auf dem Lande zu illustrieren. Berge und Bäume verwandeln sich in spukhafte Gestalten, optische Täuschungen in der Dämmerung stimmungsvoller Landschaften. Kittelsen gab der norwegischen Sagenfigur, dem Troll, seine Gestalt. Damals, in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, entstand in Norwegen nach dem Vorbild der Brüder Grimm eine Märchensammlung. Theodor Kittelsen zeichnete dafür Illustrationen. Er hatte, wie viele seiner Altersgenossen, an der Münchner Akademie studiert. Doch er blieb ein Einzelgänger, während seine Kollegen sich an diesem See in der Nähe von Oslo zu einer Kolonie zusammenschlossen. Man malte Stimmungslandschaften. Hier lag das Zentrum der naturalistischen Freiluftmalerei Norwegens. Übrig geblieben aus dieser Zeit sind nur noch die Landschaft und Gemälde. Sommernacht von Kitty Kielland, gemalt 1886. Ein ähnliches Motiv von Eilif Petersen, der auch in dieser Kolonie lebte.
Fotos dieser Maler gibt es nur noch aus ihrer Münchner Zeit. Links oben Kitty Hjelland, daneben Harriet Barker. Unten links Eilif Petersen, daneben die Malerfreundin Andrea Güm. Fotos aus der norwegischen Kolonie gibt es nicht, dafür hatte man kein Geld. Die 80er Jahre, in denen diese Bilder entstanden, gelten als das goldene Zeitalter der norwegischen Malerei. Paris begann den Einfluss Deutschlands auf die Kunst des Landes abzulösen. Es war eine Zeit des Umbruchs. Der Naturalismus, der Impressionismus und das Gedankengut der Pariser Bohème, kritisch und weltoffen, lösten die Vorherrschaft des nationalen Denkens in der norwegischen Kunst ab. Nun stand der Mensch im Mittelpunkt. Harriet Barker war die erste, die nach Frankreich ging. Sie malte Interieurs, Menschen und sie experimentierte mit den Wirkungen des Lichts. Die junge Generation, die sich nun formierte, bekämpfte, was ihr als provinziell erschien. Man war sozial und politisch engagiert. In Oslo entstand eine Bohème nach Pariser Vorbild. Christian Krog, der hier einen Künstlerkollegen abbildete, war der Kopf dieser Bewegung. Man präsentierte sich nun mit geradezu arrogantem Selbstbewusstsein. Es geht um das Individuum, das Einzelschicksal. Christian Krogs Meisterwerk, Das kranke Mädchen. Der große skandinavische Naturalist befasste sich mit Not und Leiden, nicht nur als Maler, sondern auch als Publizist. Er prangerte die soziale Ungerechtigkeit und die Not der Ausgebeuteten an, deren Zahl durch die auch in Norwegen aufkommende Industrialisierung ständig zunahm. Krog, der selbst bei Manet studiert hatte, war der Lehrer des berühmtesten norwegischen Malers, Edvard Munch. Die Munch-Sammlung ist das Glanzstück der Nationalgalerie. Die Periode bis 1920 ist hier so gut repräsentiert wie in keinem anderen Museum. Das Selbstbildnis mit Zigarette entstand kurz vor der Jahrhundertwende. Es hatte in Norwegen für einen Skandal gesorgt, denn es schien das Abnorme in der Kunst Munchs zu beweisen. Die bildliche Darstellung des Kranken und Abartigen. Doch in Wirklichkeit offenbart es sein Leiden, seine Angst vor dem Leben und vor dem Tod, vor Krankheit und vor der Liebe. Die Frau, die unbewältigte Sexualität, ist eins der immer wiederkehrenden Themen bei Edvard Munch. Dieses Gemälde trägt den Titel Asche. Es ist Teil des Lebensfrieses, eines Zyklus von Bildern, der Munch sein Leben lang beschäftigte. Er wollte das ganze Leben so darstellen, wie er es sah. Eine pessimistische Sicht, in der menschliche Isolation und der Tod die Prämissen des Lebens sind. Munchs Madonna, die Frau als Symbol. Sie schenkt Leben, aber auch den Tod. Der Schrei ist wohl sein bekanntestes Bild. Der Moment des Schreckens, dargestellt von einem Meister des Expressionismus. Auch dieses Gemälde gehört zum Lebenszyklus. Hier ist es eine reale Situation, die die Schattenseiten der Liebe thematisiert. Das Gesicht des Mädchens ähnelt dem der Madonna. Die düstere Weltsicht Munchs lässt sich auf traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit und Jugend zurückführen. Eines dieser Erlebnisse hielt er in diesem Meisterwerk fest. Das kranke Mädchen. Es stellt den Todesmoment seiner Schwester Sophie dar.
Das Bild zählt zu den bedeutendsten Todesdarstellungen in der europäischen Malerei. Den Wandel vom impressionistisch geprägten Frühwerk bis zur Jahrhundertwende macht ein Vergleich deutlich. Mädchen auf der Brücke von 1901. Der plakative Malstil des Expressionisten ist nun zur Vollendung gelangt. Die Landschaft ist Spiegel der Seele. Die Figuren, hier Mutter und Tochter, haben Symbolcharakter. Munk hat noch einmal die Themen des Lebensfrieses zusammengefasst. Im Lebenstanz sind die Stadien der menschlichen Existenz dargestellt. Rechts das Alter, links die Jugend und in der Mitte die Reife. Im Hintergrund Sommernacht am Oslofjord. Ganz andere Sommernächte von Harald Sulberg. Diese Bilder in der Stimmung des Fin de Siècle entsprachen mehr dem Geschmack der Zeitgenossen Munks. Hier eine traumhafte Sommernacht, die voller Leben ist. Von dem nahen Winter und der Dunkelheit ist nichts zu spüren. Während Munk im Ausland ein entscheidender Wegbereiter des Expressionismus und damit der Moderne war, blieb er in der eigenen Heimat lange eine Randfigur. Denn wieder gewann das nationale Denken und Fühlen die Oberhand, wie diese Stimmungslandschaft von Harald Sulberg zeigt. Sein Malerfreund Halfdan Egedius malte diese spätimpressionistische Sommernacht. Die mystische, unwirkliche Stimmung dieser typisch norwegischen Motive entsprach dem Zeitgeschmack des Jugendstils. Die durchtanzten Sommernächte von Egedius sind heiter. Doch ist hier auch etwas von der Melancholie des jungen Künstlers spürbar, der schon mit 22 Jahren starb. Er hinterließ ein erstaunlich eigenständiges Werk. Diese Landschaft schuf er mit 19 Jahren. Aufziehendes Unwetter von 1896. In der norwegischen Kunst bleiben Figuren wie Munk und Krog die Ausnahme. Die Landschaftsmalerei, die Natur als Quelle der Motive, ist bis heute das Hauptthema der Kunst. Denn die Natur beherrscht das Leben auch in der Gegenwart wie kaum anderswo. Heute steht die Landschaftsmalerei wieder im Mittelpunkt. Das durch die Technik bedrohte Leben, die gefährdete Natur sind die Auslöser. Auf seinem Hof in den Bergen bei Lillehammer besuchten wir den Nestor der zeitgenössischen norwegischen Malerei, Jakob Weidemann. Während der Zeit des Vietnamkrieges hatte er sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Weidemann hat eine eigene Philosophie entwickelt, die in seinen Bildern und in seinem Lebensstil zum Ausdruck kommt. Så så jeg markblomstene, så tenkte jeg, de det minst aggressive på denne jord.
Als ich hierher zog, betrachtete ich mir die Wiesenblumen und ich dachte mir, sie sind das am wenigsten Aggressive auf der Erde. Und so wollte ich das am wenigsten Aggressive in meiner Malerei als Gegensatz gegen alles, was damals in Vietnam vorging, darstellen. Wir bekämpfen einander ohne Grund. Wir zerstören die Erde. Wir glauben, wir seien Intellektuelle. Ich glaube nicht an das Intellektuelle. Ich glaube an die Natur. Denn alles andere stammt nur aus dem Kopf. Religion, Philosophie, alles entspringt nur den Gedanken. Die Natur ist echt, beständig. Und das will ich in meinen Bildern ausdrücken. Wiesenblumen, die man bei uns Gottesfingerabdrücke auf der Erde nennt, das habe ich als Gegensatz zu Vietnam formuliert, zu allem, was wir Menschen zerstören. Das gilt ob imot Vietnam, imot auch det vi mennesker ødelegger. Diese Natureindrücke, wie Weidemann die Bilder nennt, sind in der letzten Zeit entstanden. Es sind Beispiele seiner lyrisch-abstrakten Malweise, die er, nachdem er in den 60er Jahren bekannt geworden war, entwickelte. In diesen großformatigen Ölgemälden spielt das Licht eine wichtige Rolle. Natureindrücke, das sind Wasser, Himmel, Wolken, eine rote Blüte. Die Farben signalisieren auch Jahreszeiten, eine Herbststimmung. Für mich bedeutet Natur alles. Für den ist das Einzige, was mir bestand. Für mich bedeutet die Natur alles, denn sie ist das Einzige, was überdauert. Und sie erneuert sich, kommt vom Winter zum Frühling, zum Herbst. Alles entspringt der Natur. Du entspringst der Natur, ich entspringe der Natur, die Menschen entspringen der Natur. Wir müssen heute Individualisten sein, denn die Gesellschaft in Deutschland und in der ganzen Welt will, dass das Individuum verflacht. Die Poesie, die Ganzheit des Lebens, die Innerlichkeit, sogar die Liebe bekommt ihre Kraft nur vom Individuum. Nur das Individuum kann diese Kraft auch der Gesellschaft geben. In der Einsamkeit scheint es leicht, Individualismus zu pflegen. Doch entspricht dieser Lebensstil bis heute der norwegischen Mentalität. Figuren wie Krog und Munk haben keine Nachfolger gefunden, und es entstand in diesem Land keine Moderne. So sind die ersten 40 Jahre des 20. Jahrhunderts überwiegend von Frankreich geprägt. Und es gibt wenige Beispiele herausragender Malerei. Hier im Museum lassen Thorvald Eriksens Landschaften und Oluf Wold Tornes Bilder bis in die 30er Jahre den Einfluss des Impressionismus erkennen. Bis in die Zeit des Zweiten Weltkrieges war eine Gruppe tonangebend, die Schüler von Matisse. Axel Revolds Bilder sind norwegische Varianten dieser eher formalen Malweise. Sommer im Nordland, gemalt in den 30er Jahren nach einem Roman von Knut Hamsun. Revold überwindet die Beschränkung auf das Formale und wendet sich wie die anderen Matisse-Schüler nach seiner Rückkehr in die Heimat der Beschreibung des ewigen nationalen Themas zu, der alles beherrschenden Natur des Landes. Fischfangflotte im Nordland entstand 1935. Der Kopf dieser Bewegung war Henrik Sørensen. Hier ein Porträt, das Edvard Munch von ihm gemalt hat. Sørensen beschreibt alltägliche bekannte Landschaften. Er will den Norwegern ihr Land zeigen, wie sie es kennen. Diese Maler, an denen die europäische Hauptströmung, der Expressionismus, scheinbar unbemerkt vorübergeht, sind für Norwegen wichtig. Das Land am Rand Europas am Anfang des 20. Jahrhunderts ringt noch immer um seine nationale Identität. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs und die Besetzung Norwegens durch die Nazis wirkten auf diesem sensiblen Hintergrund wie ein traumatischer Schock. Die Künstler des Landes verstummten fast gänzlich. Doch einer thematisierte die Situation in Europa und der Heimat in diesen mitunter visionären Bildern. Arne Ekeland spielt eine führende Rolle in der Malerei der 30er und 40er Jahre. Politisch engagiert für die Arbeiterklasse und den Widerstand, bildet er Szenen vom Einbruch der Gewalt ab. Der letzte Schuss von 1940.
Monumentalgemälde stellen den Schrecken von Revolution und Krieg dar, wie ihn Norwegen zwar nie erlebte, doch es sind die Vorahnungen des totalen Krieges und die mahnende Beschwörung des Möglichen, die Ekeland gestaltete. Seine Bilder wurden von den Nazis als entartet abgestempelt und in einer Ausstellung der Nationalgalerie entarteter Kunst zusammen mit Werken von Munk geächtet. Auch ein Liebling der Norweger, Kai Fjell, fiel der Nazi-Kampagne zum Opfer. Es ist das Seelenleben des Künstlers, das Fjell in immer neuen Variationen gestaltete. Nicht die Politik, sondern psychische Vorgänge symbolisiert er durch Figuren und Räume. Die traumartigen Bilder entziehen sich einer eindeutigen Erklärung. Sie leben von Stimmungen, hier eine Sommernacht, deren Magie sich bis in die Gegenwart kein Künstler dauerhaft entziehen konnte. Es ist das Leben unter extremen Bedingungen. Der heiße, kurze Sommer mit seinen hellen Nächten und die dunklen Tage des langen Winters, wenn das Leben mühsam wird, das Bewusstsein der Künstler dieses Landes prägt. In der Nationalgalerie in Oslo, die Malerei Norwegens bis 1945 präsentiert, gibt es viele Künstler zu entdecken, die bei uns noch unbekannt sind. Allen ist eines gemeinsam: ihre Liebe zum Sommer.